Alex Hess, welche Position spielst du? Gute Frage. Also, als ich angefangen habe, Union zu spielen, habe ich als Verteidiger gestartet. Dann bin ich irgendwann mal umgeschult worden zum Center und habe mittlerweile auch schon Flügel gespielt. Und ja, ich spiele eigentlich das, was man braucht. Okay. Und fühlst du überall gleich wohl? Ja, im Moment. Also meine Stärken liegen wahrscheinlich eher in der Defensive. Im Moment noch. Ich arbeite natürlich hart daran, dass sich das noch ändert. Goalie kannst du mal mehr, oder? Nein, das ist mit den Knien nicht so meine Sache. Aber nein, ich würde sagen, im Moment bin ich hinten besser aufgehoben als vorne, aber das kann sich noch ändern, oder? Okay, cool. Du bist von der U21 gekommen auf die Saison. Ja, wie hat die Integration ausgesehen in Senelatin? Ja, es war nicht so spektakulär gewesen. Ich meine, einen grossen Teil des Teams habe ich schon gekannt, weil ich mit ihnen in der Juniorenabteilung von GC gespielt habe. Und dadurch, dass ich die letzten paar Jahre auch immer mal wieder im NLA-Training dabei sein konnte, ist es nicht so, dass ich jetzt alles neue Gesichter hatte. Die paar Neuzuziehungen, die es gegeben hat, habe ich kennenlernen und sind alle super Typen. Und ja, ich fühle mich gut. Okay, super. Das heisst, Stimmung stimmt. Ja. Was ist dein Beitrag an die Stimmung in der Kabine? Ich würde sagen, ich bin ein motivierter und immer fröhlicher Spieler. Bei mir kann man es immer gut haben. Und auch wenn man ein Problem hat, kann man immer mit mir kommen und mit mir reden. Und ja, ich bin einfach immer mein Mann für alles. Okay. hast du ein besonderes Rezept, wie du dich erholst nach dem Spiel und nach dem Training, die doch recht hart sind? Ja? Was mir immer gut tut, ist ein Perskindolgad. Das ist kein Rezept. Okay, wunderbar. Wie ich auch mal aus. Hast du schon etwas gelernt, was jetzt im Sport, wo du auch sonst im Privat- und im Geschäftsleben versprochen? Ja, einige Sachen. Also, was sicher wichtig ist, ist eine Disziplin, die du halt brauchst. Du musst halt auf vieles können verzichten, dass du hoch oben im Sport kannst mitmachen. Dann der Wille, wenn man an Sachen an etwas glaubt, dass man dann wirklich einfach fast alles erreichen kann. Und was man auch mit positiven Emotionen und Teamfest und so alles erreichen kann, wenn alle zusammenarbeiten und so und nicht alles einzeln. Ja. Das sind sicher Sachen. Das kann man sicher auch im Beruf brauchen. Was bist du für Beruf? Ich bin noch Student. Ich habe den September angefangen zu studieren an der ETH. Gesundheitswissenschaft und Technologie. Und habe jetzt dann im August Ferien. Bin ich so das erste Mal. Und dann sehen wir, wie das weiterläuft. Okay, meine erste Frage war, wo sieht man dich im Ausgang? Ich denke, mit Ausgang ist im Moment ein bisschen schwierig. Ja, im Moment gibt es nicht so viel Ausgang, nein. Und wenn ich im Ausgang bin, dann... Ja, in Zürich gehe ich gerne mit Kollegen in eine Bar, gemütlich eins trinken oder am Donnerstag den Studentenausgang, der ist immer sehr empfehlenswert. Okay, wunderbar. Ja. Sommerferien mit ein paar Büchern oder gar nicht? Der Sommer leider ist knapp, also wir haben dann halt ab August ist eh nicht mehr Zeit zum Ferien machen, weil dann die Saison wirklich langsam losgeht und die Vorbereitung in die entscheidende Phase geht. Und vorher bin ich jetzt jeden Tag 8 Stunden am Arbeiten und darum ja. Habe ich leider keine Zeit, das Jahr für Sommerferien. Okay. Aber es kommen da wieder bessere Zeiten. Okay, auf jeden Fall. Danke, Alex, für das Gespräch. Danke vielmals.